Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail Minecraft. In der letzten Folge haben wir, neben einer Moni, die mich immer noch anschießt, beschlossen, dass wir doch nochmal spazieren gehen und Sachen suchen werden. Vor allem hätte ich gern Karotten. Ich will nämlich die Schweinchen züchten. Hör auf, mich anzuschießen. Hab ich nicht. Ich meine, der ist mir ausgekommen. Und deswegen denken wir, und Kartoffeln, dass wir ein Dorf finden müssen. Und wir waren das letzte Mal ganz geradeaus. Mir hat das Ding da oben einen Bug gehabt. Naja, sieht schön aus. Wir sind jetzt irgendwie ganz geradeaus hier in die Richtung gelatscht, glaube ich. Warte, ich muss erstmal gucken, dass ich alles dabei habe. Nee, wir sind hinter meinem Häuschen. Achso, du willst wieder was anpflanzen. Naja, dass die Sachen weg sind. Wir sind hier ganz geradeaus gelaufen, glaube ich. Habe ich noch meinen. An diesen Berg entlang. Und ich bin dafür, dass wir jetzt der Sonne entgegen. Nein, ungefähr. Ne? Nee, das ist viel zu weit. Dahinter will ich. Ach so, okay. Da, weil dahinter war ich schon. Die Richtung bin ich schon gelaufen. Da hinten ist so ein komischer Berg und irgendwas. Aber ich glaube, wenn wir so schräg laufen, ist eine Steinwüste. Der war ich wollte schon mal hier. Na dann. Wo wolltest du lang? Ich war da leider nicht. Nee, der Sonne entgegen ist nicht. Da war ich schon. Da ist scheußlich. Da kommt dann schon Schnee und dann habe ich mich verlaufen. Musst du mir erstmal zeigen. Wie immer. Hab ich mich verlaufen. Pass auf, ich lasse ein paar Sachen da, die ich nicht brauche. So habe ich nur noch zwei Pfeile. Ach, die habe ich von dir aufgesammelt. Genau. Hast du überhaupt einen Bogen? Ja. Yep. Habe ich mir letztens gemacht. Ich wollte hier noch ein paar Bäumchen anpflanzen, nachdem hier noch so ein paar rumstehen. Hast du in letzter Zeit mal wieder welche angepflanzt oder nicht? Hier müsste er zum Beispiel. Da steht schon einer. Ja, ich habe welche angepflanzt, oder nicht? Ach, ich sehe das schon. Was ist denn das für ein Riesenbaum, der da gewachsen ist? Nee, den habe ich nicht angepflanzt. Und der hier, nicht? Der muss von dir sein, der muss weg. Auch nicht. Die sind viel zu nah zusammen. Das stimmt nicht. Doch, die werden dann auch so groß. Der hier, der war schon der. Ja, genau, aber die anderen dürfen nicht so nah dran stehen, die werden sonst auch so groß. Machen sie auch nicht. Schau mal, hier weit zu nah weg. Was du wieder baust. Hier, komm dann noch näher hin. Da. Nicht dazwischen einen Baum rein. Nee, der wird mit dem zusammenstoßen. Die mögen das nicht. Doch, die mögen sich. Die kuscheln gern. Ja, die kuscheln, dann werden die so groß. Doch schön. Mehr Holz. Nee, das ist stressig. Ach ja. So große Bäume kann man nicht richtig abbauen. Ach so. Gehen wir jetzt los? Ja, jetzt gehen wir. Aber wir brauchen los. Verpflegung. Ich habe erst 4 Brote. Das geht nicht. Ich habe ganz viel Dings irgendwo reingebaut. Weizen? Ja. Na dann. Ich laufe wieder zurück und hole erstmal Verpflegung. Ach, da. Wie schaut meine Rüssi aus? Wie schaut denn deine Rüstung aus? Ja, die schaut schrecklich aus. Ich brauche unbedingt noch eine. Eine schaut gut aus, haha. So. Meine nicht. Halt, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. So, ach, da geht's auch. Schaut schon hübsch aus, ne? Muss ich schon mal sagen. Schaut echt hübsch aus. Ich hab da mal was beleuchtet. Ach, oh mein. Ich hab noch 15 Saplings. Hier unten ist auch total viel bepflanzt. Das waren wir aber nicht, glaube ich, ne? Ui, das ist auch alles so schön unterhöhlt hier. Ach, da war ich schon. Da war ich ja als Gewässerästhetikerin, glaube ich, das letzte Mal. Ach so. Du kennst die Folge. Doch, ach ja, war doch das eine Mal da. Das eine Mal hast du auch geguckt. Mindestens. Ja, ich glaube, ich habe die ersten Folgen gesehen und habe mir gedacht, ich guck weiter. Du hast dir gedacht, so einen Schwachsinn kann man sich ja nicht angucken. Doch, habe ich ja deswegen. Ich hab so viel geguckt, echt. Das war, die Augen haben mir schon wehgetan. Weil es so schrecklich war. Nein, so schön. Hier sind so Kühe, viel Mona. Ich habe Kühe gefunden. Ich laufe schon. Ich bin schon da, wo. Ich habe Essen. Ich habe sogar Essen. Hinter, wo bist du? Hinter unserer Baumplantage. Nein, ich habe gerade meine blöden. Ich muss zurück. Ich habe meine Eimer zurückgelassen. Nein, blöde Eimer, kommt her. Die sind überhaupt nicht weit weg, die Kühe. Ja, ich. Ach so, da habe ich. Ach, jetzt habe ich. Ich habe jetzt 6 Eimer. Hast du noch Weizen mit dabei? Ich
habe kein Weizen. Nein, ich habe kein Weizen, ich habe nur Brot. Moment, Moment, Moment. Ich hol doch. Hab. Ja, ganz ruhig. Was willst du? Ein paar? Naja, ach so, ein bisschen, ja, ein paar. Nicht nur eins. Ich will auch Weizen. 17. Das ist gut. Ich habe 17. Ich laufe, ich eile. Mit Weile. Ich hoffe, du findest es. Also du bist bei den Eichenbäumen hinter der Baumplantage. Also da, wo die Berge kommen, oder wie? Da wollte ich ja hin. Hier, da siehst wollte du ich hin. Da ist ein Loch im Boden. Drei Stück sind da. Und noch mehr Schweine. Ich sehe dich nicht. Da sind noch viel mehr Löcher im Boden. Ja, da steht das Wasser einfach ohne. Ja, das ist das, okay. Hast du diese zerklüftete Landschaft hier so hinterlassen? Ja, ja, die Mondlandschaft. Nee, die war schon so, die schöne. Ich schaue wieder in den Boden rein. Das ist gerade sehr spannend. Warte, hab gerade nichts entdecken können. Schade. Siehst du da ist Lava. Wo bist denn du? Was, da ist Lava? Habe ich gar nicht mitbekommen. Nein. Wo sind die Kühe? Hier, wo? Siehst du mich. Da sind die Kühe. Ich bin doch vor dir. Gibst du mir... Ich verstehe nicht, manchmal siehst du mich nicht. Gib mir mal ein bisschen. Hier, komm, wir sind Schweine. Ich sehe im Boden rein. Wahrscheinlich sehe ich keine Kühe deswegen. Ach, da oben am Berg sind sie. Ja, genau. Drei Stück. Ich sehe den noch nicht mal. Der ist bei mir noch nicht geladen. Die hängen da in der Luft. Ich habe die nicht gesehen. Na, Kleine, komm mal hier. Bei der Mona. Und jetzt kommt mal alle mit. So, komm mit. Komm, du Kuh. Hast du ein oder beide? Ein oder zwei, Mona? Drei mit dem Kleinen, was ich jetzt gerade leider produziert habe. Komm, so, komm. Gehst du bitte auch mit? Danke. Warte, ich warte auf dich, dass du kommst, Moni. Dann nee, ich habe jetzt das gedacht, das soll mitkommen. Deswegen habe ich das gesagt. Was, und die eine Kuh da oben lässt du alleine? Dann hole ich die dann. Wieso denn? Ich habe doch schon drei. Ja, aber die arme Kuh da oben, die können wir jetzt nicht einfach... Jetzt haben wir die ganze Herde weggenommen. Oh, jetzt muss ich durch diese zerklüftete, blöde Landschaft. Du gehst da jetzt... Ja, du, es gibt einen Weg, da ist kein Loch. Und wo ist das? Ja, hier ein bisschen lang, Richtung Bäume. Komm wieder mit. Mach mein Baby da jetzt rein. Nee, mach das daheim, das ist zu kompliziert, Tammy. Ach, Mist. Tammy, sowas macht man immer in geschlossenen Räumen. Das Baby ich, folgt nicht, mir. Dass ich Ahnung die hätte, Eltern folgen mir jetzt auch, wenn das Baby mir schon folgt. Aber die sind so blöd, die folgen mir nicht. Folg mir. Komm, folg mir. Baby, doch, nicht mir in die folgen andere Richtung sie. Laufen. Baby läuft in die andere Richtung. Ist das Baby noch süß mit dabei? Ja. Ich muss gucken, in welche Richtung ich laufe. Ach, da bist du. Warte, ich gucke hier hinterher. Goldig sind die. Ich muss diesen blöden Berg rauf. Ich glaube, ich spinne. So, da ist doch was. So. Warte, man kann doch irgendwie anders gehen, oder? In deinen Träumen. Den Berg rauf, ne? Warte, da hinten habe ich eine Kuh stehen lassen. Was machst du mit meine? Nein, Tammy! Tammy, du hast alle zu dir gezogen. Ach du so, musstest. Mist. Die Kuh und das Baby sind bei mir stehen geblieben. Nur der blöde Ochs, bei mir ist auch. Ich bin gegen den Baum gelaufen. Scheiß, weg noch ein. Gegen was kommt bist jetzt du gelaufen? Mit? Gegen den Baum. Es gibt ja Leute, die machen sowas irgendwie. Hobbymäßig, ja. Nein, die als Spiel, dann wer es schneller schafft, die Viecher von A nach B zu bringen. Boah, lass mich in Ruhe. Ich hab da keine Geduld, echt. Ich auch nicht. Seid ihr da? Kommt hoch. Hopp. Mit zwei Leuten ist einfacher. Dann können sie sich auf links oder rechts. Und hier ist ein Baum, Tammy, da passen sie nicht durch. Die sollen ja auch nicht durch den Baum passen. Ja, aber die gehen ja auch du nicht hinten, durch. Ob du alle hast, ob alle da sind. Ich gehe vorne weg. Ja, hab ich. Ich hab doch. Gerade alle wieder mit. Ja, eben. Also, ich gehe auch mit. Kleine, komm. Komm, schau nicht so blöd und komm. Die sind doch süß. Ja. So, wir müssen hier lang. Hier lang ein bisschen. Bisschen nach rechts. Schaut mich an. Schaut mich hier nach an. Rechts. Ja, ich weiß ja. Ich kenne mich voll aus hier. Komm mit. Komm, zu zweit ist eigentlich ganz okay, ne? Ja, ja. Ist klar. Wir wollten gerade spazieren gehen. Geh her. Kommst du mit? Wohin? Wohin? Ja, wohin? Ha, da. Okay. Okay, kommst mit. Komm, ihr seid süß. Es wird schneller. Wir können schon wieder schlafen. Schneller. Oder wir laufen los. Ja, genau. In den Wald. Ja.
In die Nacht loslaufen. Ja, ist doch hier Wald, oder nicht? Ja, ihr müsst schon einzeln, ihr Deppen, ihr Netten, mein nett war's, nicht? Mach mal eins weg. Ich mach mal meins weg, dann bist du nur noch die reinholt. Ah, nein, ihr geht rein. Ihr geht hier rein. Warte kurz, ich versuch sie mal zu schieben. Hast du zwei aufgemacht? Ja. Jetzt kommen sie. Dann mach deins weg und mach zu. Die sind gerade alle auf mich getriggert. Mach dein halt was anderes. Nach. Okay. Ja. Wunderbar. Dann haben wir perfekt. So, dann können wir sie jetzt gleich füttern für das schöne Mitlaufen. Aber die wollen gerade nicht. Nee, die sind schon, haben schon. So, also, dann gehen wir hier wieder raus. Komm. Haben genug. Irgendwann ist auch mal genug, Tabi. Also. Hammer's, dann gehen wir ins Bett. Wo bist du? Ich laufe ins Bett. Na super. Ich bin alleine. Ich bin doch einfach nur vor dir, zwei Schritte. Ja, bin schon da. Kommst du hier rein? Nee. Ich hab's offen gelassen hier, so, klar, ja. Was auch immer, ich schlafe jetzt in meinem Bett, das weiß. Muss ja auch mal benutzt werden. Dann kann ich ja deins wieder abreißen. Nein! Unverschämt. So gehst du mit deinen Gästen um. Gästen. Ja, aber das steht ja so und dann da unter dir. Es ist wunderschön dekoriert. Da brennt überall. Überall brennt was. Du auch? Wo brennt? So, wir laufen bei dir los. Jetzt muss ich kurz gucken. Guck mal, wie unsere Pilze hier wachsen. Ich finde das lustig. Wir brauchen Futter. Wir brauchen. Hier was ist zu hell für Pilze. Ein Schwert ist gut. So, ich habe es jetzt so gemacht. Dann könnten hier vielleicht noch mehr Pilze wachsen. Mal schauen. So, ich baue mir noch mal was für die Rüstung, bevor da mein Helm im Eimer ist. Der ist nämlich bald im Eimer. Brauchst du noch irgendwas? Eimer has broken. So, das ist der Helm. Brauchst du irgendwas, Moni? Ich weiß es nicht. Nein, meine Rüstung schaut super aus. Alles grün. Meine ist grün. So komplett im Eimer. Super grün. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem hier. Also das schaut ja nach nichts aus. Ich baue noch mal ein bisschen an deiner Terrasse rum, ne? Mach das. Mach das, mach ich schon. So. Schaut noch blöd aus. Aber ja, ist gut, Tami, ist gut geworden. Du machst nur Schrott. Nein. So, und ich leere mal mein Inventar, wenn wir drauf sind. Ich bin Außendesigner oder so. Terrassendesigner. Kohle brauche ich, ne? Oder so. Sind da noch Pfeile drin? Wieso sind da keine Pfeile drin? Da bist du. Wieso sind da keine Pfeile drin? Da ist noch. Power 4. Projectile Protection 4. Und Punch 1. Kann ich das aufs Schwert anwenden? Aber dafür bräuchten wir ja einen. Wir hatten doch Diamanten geholt gehabt, ne? Ja, die sind da gegenüber. Hatten wir genügend für ein Diamantenschwert? 5, oder? Du willst jetzt ein Diamantenschwert. Dann nehme ich sie mir schnell. Warte, können wir schnell machen. Braucht man ja nur zwei, ne? Jeder. Okay. Das ist doch schön, oder? Schön. Also wir können ja erstmal Es ist hilfreich. Das zerdeppern, was wir noch haben. Da habe ich noch zwei Stück. Genau. Aber ich habe keine Holzstäbchen. Ich habe überhaupt kein Holz. Kannst du mir Holzstäbchen geben? Ich habe sie jetzt gerade rausgeworfen. Die liegen hier. Hier über dieser Truhe. Was wirfst denn du weg? Diamanten schmeiße ich weg. Dankeschön. Haben sie dir nicht gefallen? Nee, die hatte ich noch hier in dem. Die waren schon auf dem. So. Was ist denn das? Ach komm. Also so viel Holz brauche ich dann auch wieder nicht. So. Wie schön. Obwohl eine Diamantspitzhacke wäre besser, wenn wir Obsidian holen wollen, ne? Ja, da muss ich jetzt die letzten drei zur Diamantspitzhacke machen. War ja blöd. Ja, oder, ne? Ohne Diamantspitzhacke kommen wir nicht weiter. Das
Ich muss mal kurz nachdenken, tut mir leid. Es funktioniert so spät in der Nacht nicht mehr. So. Was wolltest du? Ich hab jetzt die... Wir haben keine Diamanten mehr. Es ist sehr traurig. Und da kann ich noch schnell Brot draus machen und dann laufen wir los. Das ist schrecklich, bis wir loslaufen. Ja, echt? Ja, schon. Achso. Was wollte ich noch da lassen? Einmal nehme ich mit, die Koppels nehme ich auch mit, aber den Rest, ja, die hier brauchen wir auch nicht. Du kannst zwar die restlichen Diamanten zurücktun, oder was hast du damit angefangen? Nee, ich habe jetzt mit einer eine Diamantspitzhacke gemacht und mir auch ein Schwert gemacht. Die Diamantspitzhacke brauchen wir, damit wir Obsidian bekommen. Ach, du wolltest Obsidian. So, wir haben's. Los geht's. Ah. Oder? So schnell. Ich habe nur drei Pfeile. Wir müssen noch Pfeile. Hier liegen welche. Hier, wie komisch. Die sind da die ganze Zeit gelegen. Hängen keine anderen. Die waren da. Wirklich. Komm jetzt. Ich bin unterwegs. Okay. Was hab ich gesagt? In welche Richtung laufen wir? Da so schräg hinter. Wie wenn du von einem Eck zum anderen... Also, warte, wir gucken uns. Ich guck mir mal schnell die... Also praktisch quasi hier den Fluss entlang. Ich glaube, wir machen es uns mal ganz einfach. Du siehst doch, wie so ein Block aussieht. Die Blöcke sind ja immer in die gleiche Richtung. Wir laufen jetzt ganz schräg den Block entlang. 45 Grad sicher? Winkel. Ja, das probieren wir jetzt aus. Ich will jetzt nicht schwimmen. Komm, wir probieren das aus. Ich hasse Wasser. Stell nicht so an. Da war mein erstes Feld war hier. Du läufst gerade über mein erstes Feld drüber. Da war Wasser. In dem Feld war Wasser. Nee, hier an den Rand hatte ich gebaut und auf den Sand. Ach so. Weil dann mit den Blöcken könnten wir eigentlich, dann sind wir ziemlich sicher, dass wir wenigstens in die richtige Richtung laufen, so ungefähr, oder? Warte mal schnell. Bleib mal kurz stehen. Und wir müssen weit genug vom Spawnpunkt weg sein, damit ich mir das richtig anschauen kann. Weil wenn wir so nah am Spawnpunkt sind, dann bringt das nichts mit dem, wie heißt das Teil? Kompass. Mit dem Kompass zu laufen, ja. Wieso? Ja, weil der sich dauernd dreht. Der ändert sich ja ständig. Du machst drei Schritte und der bewegt sich schon. Weil man so nah am Spawnpoint ist. Nee, das stimmt nicht, weil ich schaue die ganze Zeit drauf. Auf den Kompass. Aber du schaust auf einen anderen Spawnpoint. Nee, ich bin ja da auch gespawnt. Bin genau an deinem Spawnpoint gespawnt. Die Welt baut sich auf, nee. Ich sehe dich nicht. Bist du im Wasser oder wo bist du? Ist das nicht die, wo wir mal runtergebuddelt haben? Kennen wir die Höhle? Ich sehe da vorne eine Schlucht. Ich habe eine Höhle gefunden. Wo bist du? Ja, ich sehe gerade den Boden rein. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Blöd, das Internet. Lauter ja. Höhlen sind hier. Warte, ich versuche dich zu finden. Leider, ich laufe wieder zurück. Ich sehe noch nicht mal, was vor mir ist. Ich bleib am Fluss. Ne? Was also für ein Fluss? Ich sehe überhaupt keinen Fluss. Hier war ein Fluss. Ach komm, ich weiß nicht, wo du bist. Fluss. Ich bin noch gar nicht so weit gewesen wie du und mir ist dann die Welt entschwunden. Da war ein Loch im Boden. Ich hab lauter Schafe und ich laufe wieder zurück zum Spawnpoint, weil du ja nicht da bist, wo ich bin anscheinend. Warte mal, dann bist du mehr durch den Wald gelaufen? Ich sehe wieder dein Haus. Was? Ja, weil du ja nicht mit mir mitgelaufen bist. Nein, hier war ein Fluss. Ich bin ja mal über den Fluss gegangen. Warte, ich geh jetzt mal gerade zu einem Fluss. So, wo bist du jetzt? Ich habe so eine schöne Höhle gefunden. Hier, warte, hinter dir, ich bin hinter dir. Ich zeig dir diese schöne Höhle. Komm mit. Aber die Richtung ist es hier. Ja, hier, komm mit, da drin, da hinten ist eine Höhle. Ja, bist du doch wieder durch den Wald. Na super. Ja, aber da war so eine fette Höhle. Das ist ja toll für dich. Pass auf, hier kann es jetzt plötzlich sein, dass man irgendwo runterplumpst, weil es da dann so Höhlen sind. Und da habe ich schon einen Creeper gesehen. Bei mir war da kein Boden da. Bist du noch da? Hier, pass auf, hier geht's los. Hier ist die kleine und da ist die große, da vorne irgendwo. Und die hat aber so einen Eingang, als hätten wir den schon selber runtergebaut. Total schräg. Du rennst da ganz schön schnell einfach weiter. Ja, hier. Nicht runterfallen. Stopp. Guck, ja, ich sehe sogar Lava. Ich habe nämlich überhaupt keinen Boden hier drin. Ach so. Ich sehe bis. Und drunter ist hellblau. Pass ist auf, ja da schön. Steht ein Creeper drin. Nicht reinlaufen. Da stand zumindest gerade noch. Ja, einer. Ich sehe immer noch Lava. Es ist schön. Oh, ich muss was essen.
ist toll. Ich auch. Jetzt weißt du nicht mehr, in welche Richtung du musst, oder? Ja doch, wir laufen halt schräg den Blöcken hinterher. Aber ich dachte, ich guck da mit dir mal kurz rein. Ach so, spannend. Wie tief da runtergeht. Ja, geil. Gute Idee mit 28 Leveln. Geh ich mal mit. Ich hab auch 24. Angst und so. Angst und rennt einfach vor. Ja, ja, damit nicht was spawnen kann. Schau, schau, es ist schon vorbei. Ich bin draußen, danke. So. Schön war's, Tami. Schön, ich muss jetzt nach Hause. Es war echt gut bei dir. Das ist langweilig. Hast du einen Eimer dabei? Ja. Ist da schon Wasser drin oder nicht? Dann hättest du das fließende Wasser mitnehmen können. Ein fließendes Wasser. Bitte schön, die Dame. Ein fließendes Wasser. Ich hab die Eimer weggeräumt. Ich hab nichts mit. Ich habe schon einen Eimer Wasser dabei, Werkbank? Aber ich hab kein Eisen mehr mit dabei. Okay, ich habe eine Werkbank und ich habe Eisen. Ich habe nicht mal Holz. Furchtbar. So. wie macht man da einen Eimer? Hier ist ein Eimer und jetzt kriegst du fließend Wasser in den Eimer. Ich meine ja nur, damit du einmal Wasser so dabei hast, falls irgendwas ist mit. Im Notfall, dass ich ihn, dass ich trinken kann. Mit Obsidian. Oder mit Lava. Ist klar. Genau. Trinke ich einen Schluck Lava. Oh, mir ist so kalt gewesen. Achso, das ist ein dunkles Schaf. Okay. Das sah so komisch aus über mir. Ja. Schau du mal nicht nach oben und dich springt so ein Viech an. Warte, ich werfe dir das gleich mal runter. Hier, schau. Ja, es stimmt. Da ist es wieder nur dunkelgrau, nicht schwarz, ne? Nee. Gibt's keine. Können wir jetzt endlich weitergehen, weil es wird schon wieder dunkel. Warte, nehme ja gerade nur ein bisschen Kohle mit. Ja, die Aufnahme ist eh fast vorbei. Wir haben es genau geschafft. Oh, ich habe auf der anderen Seite wieder rausgebaut. Moni, auf der anderen Seite ist nochmal eine Höhle. Nein, bitte nicht. Hier. Wo bist du? Ja, in der Höhle. Hast du die okay, wir haben hier eine Rose. Ach so, ja, ich bin hier hinterher. Aua. Warum auch nicht? Ach, zum Glück, wir haben eine Höhle erkundet. Das ist ja schön. Wir können weiter. War's das schon wieder? Ja, ein Glück. Muni, da krummelt was. Ich baue mich ein. Also ciao, schön war's mit dir. Wir haben die Betten nicht mitgenommen, wir Deppen. Ja. Komm, komm. Ich habe mich jetzt gerade eingebaut. Was willst du denn? Ach, willst du die Nacht hier drin bleiben? Ist vielleicht besser, ne? Was soll ich denn da draußen? Ja, ich weiß auch die Nachbarn kenne ich noch nicht mal. Nicht mitgenommen, wir Deppen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich habe Holz. Ah, ich habe keine Wolle. Also in irgendeine Richtung baue ich mich jetzt weiter, weil da krummelt mich was an. Das heißt, die Hülle geht weiter. Ja, da unten geht's weiter. Ich baue es wieder zu. So, wir sind jetzt hier drin und warten gerade die Nacht ab. Das können wir aber auch offline machen. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wenn es draußen wieder Tag ist und wir aus dieser Höhle wieder rauskommen dürfen. Wenn es euch gefallen hat, like doch bitte oder abonniert oder kommentiert oder alle drei Sachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.